gerade welche durchs Fenster. Und dann geht es wirklich ans Fett und ja, dann geht's los. So, jetzt mal von der Seite. Also ich finde, man sieht schon einen großen Unterschied zu früher. Also was. Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Fitnessvideo, also wo ich so ein bisschen ja, so ein Update gebe und erzähle, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, denn ich habe die 30 Kilo geknackt. Ich habe jetzt wirklich ja, von 94 Kilo, das war ja mein Höchstgewicht, angefangen richtig abzunehmen und mich wirklich darauf zu fokussieren, habe ich bei 88 Kilo und mittlerweile bin ich bei 63 Kilo. Ich habe auch schon die 62 da gesehen, 0,8, aber ja, es geht auf jeden Fall weiter bei mir. Ich hatte lange ein Plateau, das habe ich öfter mal, also ich habe durch diese ganze oder während diese ganze Abnehmreise ja immer wieder so ein Plateau gehabt, was aber auch völlig normal ist. Und ja, jetzt habe ich aber wieder Sachen umgeswitcht, nicht nur für die Gewichtsreduktion, sondern halt eben auch ja, für alles andere, für meine Haut, für meinen Kopf und für vieles anderes. Und ich merke einfach seit 3 Wochen, dass ich das jetzt mache, und in diesen 3 Wochen merke ich einfach, wie gut mir das tut, und ich möchte gerne heute mit dir teilen, was ich denn so mache. So, das allererste ist Gymondo. Also das wissen ja sehr viele von mir, dass seitdem ich halt wirklich bewusst abnehme, Gymondo ein ständiger Begleiter von mir ist. Und ich habe schon sehr viele Workouts und auch sehr viele Programme mit Gymondo gemacht oder ausprobiert. Das eine war zum Beispiel so ein Booty Challenge, also wo es wirklich um den Po ging. Und das hat richtig gut funktioniert. Auch das Sophia Thiel Programm Sexy Abs für den Bauch hat auch richtig gut funktioniert. Bei mir ist aber das Problem, dass ich halt eben wirklich so eine Challenge auch richtig gerne mitmache und das Programm voll gerne durchziehe. Und dann habe ich manchmal so Phasen im Leben, wo ich so ein bisschen von diesem, ja, in England sagt man Waggon, abkomme. Also dann lege ich meinen Fokus vielleicht auf irgendwas anderes, oder mir geht es irgendwie, oder mir ging es dann vielleicht mental nicht so gut, oder es war einfach ja super viel los, was wir anderes noch machen mussten, und ich hatte dann nicht so, ich konnte nicht 100% dafür geben, auf meinen Körper zu achten. Das heißt, dass durch diese oder in diesen Zeiten ich dann weniger Sport betrieben habe. Natürlich haben die Muskeln dann nachgelassen, die Muskulatur nachgelassen, und meine Figur hat sich wieder so ein bisschen verändert, wurde wieder ein bisschen weicher. Ja, der Po ist zum Beispiel dann wieder abgeflacht nach dem Booty Challenge, weil ich das halt eben nicht weitergeführt habe. Und jetzt bin ich aber wieder dabei. Ich mache jetzt das Programm Schlank in 10 Wochen. Ich bin jetzt ungefähr bei der Hälfte. Und ich merke voll, wie das funktioniert. Also ich liebe es. Und ich merke auch wieder, wie ich stärker geworden bin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Plank mache oder so, kann ich das richtig lange durchhalten. Und auch ja, andere Übungen, da werde ich halt immer besser mit. Auch die, die ich nicht so mag. Zum Beispiel Mountain Climbers oder oh, wie heißt das? Lunges. Ich hasse Lunges, aber ich merke, wie ich immer und immer besser damit werde. Seitdem ich das angefangen habe, habe ich jetzt 5 Kilo abgenommen oder fast 5,5 Kilo abgenommen. Das hängt natürlich aber auch mit der Ernährung zusammen. Also das ist nicht nur Sport, sondern halt eben auch Ernährung. Aber wer sich für Gymondo interessiert, es gibt eine kostenlose Testwoche. Also du kannst alles kostenlos testen für eine Woche und dich dann halt eben entscheiden, ob du das gerne weitermachen möchtest oder nicht. Wenn ja, dann gibt es einen 25% Rabattcode von mir. Das ist SJ Summer. Das findest du unten in der Infobox. Und genau, jetzt gehen wir mal zu der Ernährung. Also, es gibt bei Gymondo übrigens auch richtig coole Rezepte. Davon nutze ich super, super viele. Und man kann auch eingeben, was man gerade möchte. Also, ob das jetzt vegetarisch, vegan, low carb oder ja. Also, man kann da ganz viele Sachen eingeben. Und dann werden ja halt eben Rezepte ausgespuckt. Du kannst den Einkaufswagen anlegen. Und ja, dann hast du halt eben direkt alles zusammen, was du noch einkaufen musst dafür. Das Rezept ist mega easy nachzumachen. Und die Rezepte sind einfach mega, mega lecker. Kommen wir zu der Ernährung. Also, ich habe während meiner ganzen Abnehmreise wirklich ja, einige Sachen ausprobiert und immer wieder umgeswitcht, oder dann hatte ich mal wieder eine Phase, wo ich nicht auf die Ernährung geachtet habe, und dann habe ich halt eben eher ungesunde Sachen gegessen, und dann habe ich wieder irgendwas Neues ausprobiert, und also ich bin erstmal ganz gut damit gefahren, also ganz am Anfang, als ich noch mega im Übergewicht war. Da habe ich wirklich einfach darauf geachtet, dass ich auf meinen Teller, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen Burger oder, keine Ahnung, Fischstäbchen oder sowas essen wollte, dass ich dann halt eben trotzdem
viele Gemüse und sowas auf meinen Teller habe und einfach, also ich habe dann einfach mehr dazu addiert, anstatt irgendwas wegzunehmen. Und das hat mega gut funktioniert. Also ich habe gute Sachen dazu addiert. Das hat mega gut funktioniert. Genau, jetzt im Moment ist es bei mir ja so, dass ich lange ein Plateau hatte und ich aber auch gemerkt habe, dass es mir einfach irgendwie überhaupt nicht gut geht. Also mental nicht gut geht, körperlich nicht gut geht. Ich war super müde, schlecht drauf. Ich hatte wirklich schlechte Gedanken und habe halt eben ja, im Internet nachgeschaut, was kann man eigentlich machen. Und eine der Sachen war halt eben auch die Ernährung. Und dann dachte ich, das passt eigentlich ganz gut, weil ich auch aus diesem Plateau rauskommen möchte. Ich möchte wieder was für meinen Körper tun. Dann habe ich ja das Schlanke in 10-Wochen-Programm aufgenommen und gleichzeitig dann halt eben versucht, mit meiner Ernährung was zu machen. Und da habe ich halt eben nach zwei Sachen gesucht. Also das eine war für den Kopf. Was ist gut für den Kopf? Und es gibt einige Sachen, die man machen kann, wenn es einem mental wirklich nicht gut geht. Und zwar das eine ist Omega-3-Fettsäuren. Da gibt es auch Studien zu, dass es halt eben auch so Angstzustände oder Ängste lindern kann. Und ja, wenn man so schlechte Gedanken hat, dann ist eine gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig. Also die Omega-3-Fettsäuren helfen da und natürlich Vitamine. Und das andere, was mich sehr interessiert hat, war halt eben die Gewichtsreduktion. Was kann ich machen, damit ich ja weniger wiege oder was heißt weniger wiege? Mir geht es ja nie wirklich um ein Gewicht. Also klar, ich freue mich, wenn das Gewicht runtergeht, aber für mich ist es eher ein Gefühl, was ich gerne haben möchte. Also ich möchte einfach definierter und schlanker sein. Aber ich habe halt eben, das werde ich auch gleich noch zeigen, also ich fühle mich stark dadurch, dass ich jetzt wieder trainiert habe. Also ich hab auch, wenn ich jetzt nicht ein Programm von Gymondo gemacht habe, immer wieder Workouts von Gymondo gemacht oder war halt eben mal laufen oder habe halt eben meine Squats gemacht oder sowas. Also ich fühle mich stark, ich fühle auch meine Bauchmuskulatur zum Beispiel, aber da liegt halt eben wirklich noch diese Schicht drüber und die möchte ich ganz gerne reduzieren. Das war halt eben so am Anfang einer der Sachen, wo ich mich darauf fokussiert habe und das hat mit der Zeit richtig gut funktioniert. Also mein Bauch ist jetzt wirklich flacher. Ich merke einfach, ja, wie mein Körper sich verändert und das dauert natürlich aber auch. So alte Fettzellen, das dauert einfach, dass man ja da auch Fortschritte sieht und dass es halt sich wirklich auch zurückzieht und sowas, das dauert. Also braucht man auch viel Geduld. Aber welche Ernährung ist dann eigentlich jetzt so richtig dafür? Natürlich habe ich im Internet nachgeschaut und da gibt es ja von bis. Aber wenn ich halt eben eingegeben habe, dass ich auf Gluten verzichten möchte, dann wurde mir halt super oft Keto ausgespuckt. Und Keto ist eine Diät oder eine Ernährungsart und Weise, wo man sehr wenige Kohlenhydrate zu sich nimmt und dass man aber eher auf gesunde Fette und Proteine zurückgreift. Der Körper soll dann halt eben mit der Zeit, wenn man das richtig macht, also eine bestimmte Prozentanzahl von Kohlenhydraten am Tag essen und dann den Rest halt eben mit den anderen Sachen füllen, soll der Körper halt eben in so eine Transition kommen, wo Ketone gebildet werden. Also das ist ein Hormon, Ketone. Die werden dann halt eben gebildet und dann soll dein Körper halt eben nicht mehr auf Kohlenhydrate zurückgreifen, um Energie zu bekommen, sondern halt eben auf diese Ketone und die Fettzellen. So, und das hat mich natürlich sehr interessiert. Ich habe gedacht, okay, ich guck mal, wie sehen denn die Rezepte dafür aus? Ist das etwas, was ich wirklich machen kann? Ist das irgendwas Realistisches? Ja, ich habe dann also die Rezepte angeschaut und es gibt ja wirklich von bis. Und tatsächlich sehen die Rezepte echt super gut aus. Also es gibt natürlich ungesunde Rezepte und gesunde Rezepte. Viele denken wahrscheinlich bei so einer Diät auch an Atkins. Das war früher, ich glaube in den 90ern, eine Diät, die halt sehr hoch war. Das war dann, wo man viel so Frühstücksspeck isst und viel Käse und sowas. Und ja, davon sollte man halt eben abnehmen. Aber natürlich isst man halt eben diese falschen Fette und ja, das ist halt nicht so gut für deinen Körper. Und genau, ich habe dann halt eben nach Rezepten gesucht, die Keto sind, aber trotzdem gesund. Und tatsächlich waren da mega viele bei, wo ich gedacht habe, okay, das sieht so richtig gut aus, ne? Also zum Beispiel, ja, sieht ein Frühstück von mir halt eben so aus, dass ich Avocado auf dem Teller habe, ja, auch ein bisschen Bacon und dann ein paar Tomaten. Also man kann sich da wirklich super so leckere Sachen zusammenstellen, auch ein Ei oder ja.
Momentan mache ich mir super, super gerne einen Frühstücksmoothie und da haue ich mega viele Fette rein, aber gesunde Fette halt eben. Ne? Also ich haue mir da Hanfsamen rein, Leinsamen, ich habe da 2 Esslöffel Erdnussbutter, ich habe aber auch viel Spinat und Kohl da drinne und Sellerie. Und dann mache ich halt eben eine Dattel oder sowas da rein, um das Ganze ein bisschen süßer herzurichten. 2 Löffel ungesüßter Kakaopulver kommt da auch noch rein. Ja, das ist dann so ein bisschen wie so ein Snickers, also das schmeckt richtig gut. Und ich weiß, dass viele Leute zum Beispiel bei Erdnussbutter aufschreien und sagen, ah, das ist aber nicht gesund. Ja, also ich sage so, es kommt immer auf die Maßen an und auch auf die Zutaten. Also wenn du ein Glas kaufst von Erdnussbutter mit 100% Erdnüssen, also was mit 100% Erdnüssen gemacht ist, dann ist das auch gesund. Also das sind die Fette in einer Nuss sind gut für dich, aber es kommt halt eben darauf an, wie viel du davon verzehrst. Natürlich, wenn du jetzt ein ganzen Glas Erdnussbutter isst, dann ja, ist das natürlich viel zu viel und nicht so gut für dich. Aber wenn man das in Maß nimmt, dann ist das auch völlig okay. Seit ein paar Wochen mache ich das jetzt, also mit der Ernährung und dem Sport, und ich merke einfach, wie es mir richtig, richtig gut tut. Also ich merke, wie mein Körper sich verändert, ich merke, wie ich mehr Energie habe, ich merke, dass ich sehr glücklich bin und dass meine Haut auch einfach viel schöner geworden ist. Ich wache morgens auf und gucke in den Spiegel und finde einfach, dass ich gesund aussehe. Also meine Hautfarbe, meine Augenringe, die sind nicht mehr so da wie früher. Und ja, ich fühle mich einfach viel, viel, viel besser, viel, viel ausgeglichener. Und ja klar, da gehören auch noch andere Sachen dazu. Also ich achte natürlich auch darauf, dass ich genug Wasser am Tag trinke. Und da sind noch so ein paar andere Sachen. Aber ja, hauptsächlich die Ernährung und die Bewegung, das macht einfach so viel aus. Und das ist auch das, womit ich in den letzten Jahren wirklich so viel abgenommen habe. Also ich habe, ja wie gesagt, jetzt meine 30 Kilo geknackt. Und das hat immer, immer dann funktioniert. Also die Definition von meinem Körper und das Abnehmen und das sich gut fühlen, das hat immer dann funktioniert, wenn ich die Gymondo-Workouts gemacht habe und meine Ernährung im Griff hatte. Und jetzt hoffe ich einfach, dass ich da gut beibleiben kann. Auf Instagram werde ich immer wieder darauf angehauen. Also ich zeige in den Stories immer, ja, was wir so essen und oder häufiger mal, was wir so essen. Und dann ja, fragen halt immer die Leute danach, ob ich denn das nicht mal im Detail zeigen kann. Also vielleicht mal ein Rezept oder sowas. Und deswegen habe ich ein What I Eat in a Day gefilmt und ich werde das versuchen hochzuladen. Also ich bin super gespannt, wann ich dieses Video hochladen kann. Das Internet ist immer so schlecht, wo wir sind. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, manchmal haben wir gutes Internet und das Hochladen dauert jetzt nicht so lange und manchmal geht es einfach nicht. Genau, aber ja, auf jeden Fall kommt ein What I Eat in a Day. Ich möchte dich gerne auf diese Reise mitnehmen und ich möchte dir gerne zeigen, was ich so zu mir nehme, weil ich halt eben wirklich merke, wie gut mir das tut und dass es echt eine gute Ernährung ist. Also ich freue mich da wirklich drüber. Und man muss auch nicht jetzt sagen, das ist mir ganz wichtig zu wissen, dass man jetzt nicht sagen muss, oh, ich mache jetzt, also bei mir im Moment ist es glutenfrei, zuckerfrei, teilweise vegan, Keto. Also ich möchte, dass man weiß, dass man sich kein Label geben muss. Ich werde jetzt wahrscheinlich bei dem Video dann sagen, dass es ein Keto What I Eat in a Day ist, einfach weil das halt zu dem passt und das halt eben ein Name dafür ist. Aber ich möchte einfach keine Labels raussenden und ich möchte dir auch nicht vermitteln, dass du total auf Kohlenhydrate verzichten muss, weil es halt eben auch gesunde Kohlenhydrate gibt und eigentlich alles, was wir essen, enthält Kohlenhydrate. Und vielleicht bist du jemand, der eher auf Kohlenhydrate gut reagiert und auf irgendwas anderes eher nicht so gut. Genau, deswegen ist es ganz wichtig, dass du auch für dich schaust, was passt zu dir. Und ich möchte dir aber einfach von mir aus eine Inspiration geben. Das hilft mir. Vielleicht kannst du das ja mal ausprobieren und möchtest das mal ausprobieren. Aber ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht sagen, dass irgendwer auf irgendwelche Sachen verzichten sollte oder nicht. Gut, das war's dann jetzt erstmal. Ich hoffe sehr, dass das Video dir gefallen hat. Ich hoffe, du freust dich auf ein What I Eat in a Day. Und freue mich noch mehr, wenn noch mehr Leute an Bord kommen mit Schlank in 10 Wochen. Ich habe da so ein paar Leute, die mich auch auf Instagram immer wieder so anspornen und mir auch sagen, hey, ich bin auch dabei, ich mache auch gerade ein Workout. Manche machen andere Workouts und zeigen mir das dann. Und ja, ich finde das immer ganz schön, einfach mal sich gegenseitig zu inspirieren und gegenseitig zu motivieren und so weiter und so fort. Und ja, ich hoffe einfach, dass ich dich dazu inspirieren konnte. Ich feiere jetzt erstmal weiter meine 30 Kilo und bin gespannt, wo ich noch hinkomme. Und ja, wie mein Körper sich noch verändert. Ach so, ich wollte dir ja noch meinen Bauch zeigen.
Ja, also man sieht hier, glaube ich, ganz gut, dass das relativ gut definiert ist. Wenn ich das mal anspanne, dann ja, gut, sieht man nicht so einen großen Unterschied, ne, oder? So, jetzt ist nicht angespannt. Jetzt ist angespannt. Ich glaube, sieht man nicht so. Ja, und ach so, pass auf. Meine Hose, die ist schon echt. Also ich kann die gut ziehen, und ich muss die im Alltag auch immer wieder hochziehen. Ich habe jetzt aber noch keine Lust gehabt, einkaufen zu gehen. Ich finde Hosen kaufen immer total nervig. Ja, aber wenn ich das Ganze mal aufmache, meine Unterhose mal so ein bisschen runterziehe. Da gucken wir. Da gucken gerade welche durchs Fenster. So, jetzt mal von der Seite. Also ich finde, man sieht schon einen großen Unterschied zu früher. Also was da früher so an Umfang an Umfang war, sorry. Das Problem, was ich habe, ist nicht das, was ich dachte. Also ich dachte immer, ich würde so einen Hängebauch haben. Ich habe immer Angst davor gehabt, dass ich so einen Lappen habe. Das ist jetzt nicht so. Aber was halt eben noch da ist, sind diese Fettzellen. Und diese Fettzellen, ja, die möchte ich ganz gerne noch wegtrainieren. Also jetzt lachen da wahrscheinlich voll viele drüber, weil das jetzt echt nicht so viel ist wie früher. Wenn man mal so alte Videos von mir guckt, wo ich halt eben meinen Bauch zeige, ja, da ist halt schon ein großer Unterschied. Also das ist jetzt echt nichts im Vergleich dazu. Aber ihr seht ja, was ich meine. Also da ist halt definitiv noch dieses Fett einfach noch da. Es gibt ja Skinny-Fat-Leute, die sind dann sehr dünn, aber die haben halt eben noch diese, ja, diese Fettzellen und diese Fettpolsterchen überall. Und das liegt dann halt eben wirklich an der Ernährung und dem Bewegung. Also man muss dann halt eben wirklich eine gute Kombination finden, wenn man da gezielt dran arbeiten möchte. Und ja, das ist halt eben das, was ich jetzt machen möchte. Genau, ja, so weit, so gut. Also ich fahre mir wirklich sehr, sehr gut damit. Wie gesagt, ich habe jetzt mit diesem ganzen, was ich jetzt angefangen habe, ja, schon über 5 Kilo abgenommen. Das Ding ist, was ich dazu sagen muss, man nimmt bei sowas oftmals erst Wasser ab. Also der Körper, ja, entzieht dann sein Wasser. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, was die Philosophie dahinter ist. Und dass man da erstmal sein Gewicht durchverliert und dann geht es wirklich ans Fett und ja, dann geht's los. Und das waren bei mir, glaube ich, ja, so um die 2, 3 Kilo. Die gingen am Anfang ganz schnell. Und dann, ja, jetzt geht es halt, glaube ich, an das Fett. Also ich merke halt eben schon so ein bisschen den Unterschied. Und genau, also da freue ich mich einfach schon mega drauf. Und ich möchte einfach jetzt weitermachen. Und ich würde mich mega, mega, mega freuen, wenn irgendwer da draußen mitmachen möchte und sagt, hey, weißt du was, SJ, ich springe mit auf den Zug an. Ich gucke mir an, was du da isst. Die Bewegungen und sowas, die Workouts, die schaue ich mir auch mal an. Und ja, spring mit auf den Zug auf. Ich würde mich mega freuen und wir sehen uns bald wieder für ein What I Eat in a Day. Tonight we're running on the right track.